Hallo und herzlich willkommen zu GMAC TV. Wir sind mal wieder für euch in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover unterwegs. Und ich werde euch als erstes zur Festivaleröffnung von Tanztheater International entführen. Wir sind heute hier in Hannover-Herrenhausen vor der Orangerie der Herrenhäuser Gärten und hier öffnet heute Tanztheater International seine Pforten. Christiane Winter, die Festivalleitung, hat bestimmt wieder was Großartiges zur Premiere eingeladen und wir sind sehr gespannt. Kommt einfach mit! Das Foyer füllt sich langsam und ich habe Bernd Strauch, unseren Bürgermeister, hier. Herr Strauch, was erwarten Sie vom Festival dieses Jahr? Also es ist ja nicht das erste, es ist das 28. Und ich möchte zunächst einmal Frau Winter und ihrem Team wieder herzlich danken für das, was sie auf die Beine gestellt hat, das, was man jetzt schon erahnen kann. Ich erwarte, wie immer, dass wir Spitzenkunst erleben und ich gehe davon aus, dass dieses 28. Festival wieder ein Riesenerfolg für die ganze Stadt wird. Meinen Sie denn, dass die Stadt weiter Gelder hat, dass es auch ein 29. und ein 30. Festival gibt? Ich gehe davon aus, habe eben mit der Stadträtin gesprochen, wenn wir nicht enorme Einschränkungen haben werden, wirtschaftliche Einbrüche, dann wird es so weitergehen. Es gibt im Übrigen hier auch viele potente Sponsorinnen und Sponsoren, denen ich auch an dieser Stelle herzlich danke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank fürs Interview. So, als nächsten Gast haben wir jetzt Marlies Drewermann hier. Frau Drewermann, Sie sind Kulturdezernentin. Was erwarten Sie heute vom Festival? Also einen sehr spannenden Abend, weil es ist, und das sieht man eigentlich fast nie, eine Choreografie, die mit einem Chor tanzt, der aber auch singt. Und wie das geht, sind wir sehr gespannt. Die Festivaleröffnungen sind ja immer einmalig. Wie oft waren Sie schon da? Jedes Jahr natürlich und so oft wie möglich zu den Veranstaltungen, wie es der Terminkalender nur zulässt. Ich habe schon Herrn Strauch gefragt, ob wir auch ein 29. und ein 30. Festival haben werden. Glauben Sie daran? Ja, natürlich. Also der Tanz muss einfach von uns beschützt werden und deswegen brauchen wir auch das Format, um den zeitgenössischen Tanz einen Platz zu geben. Und aus diesem Format haben sich auch wunderbare andere Zusammenarbeiten, zum Beispiel mit dem Staatsballett, gefunden. Und das sind schöne kleine Entwicklungen, die, wie ich finde, für den Tanz in Hannover ganz wichtig sind. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Festivaleröffnung heute. Vielen Dank. Viel Spaß. Eine Premiere. Normal fängt immer der Vertreter der Stadt an, aber Herr Strauch sagt, nein, Frau Winter, Sie sind die Hausherrin. Stimmt ja gar nicht, das Gebäude gehört ja der Stadt. Aber gut, heute gehört es uns, dem Tanz. In diesem Jahr hab ich ein sehr frankophiles Programm zusammengestellt. Um ehrlich zu sein, das ist by accident passiert. Das war gar nicht beabsichtigt. Das war eher die Qualität der Produktion, die überzeugt hat. Und so kommen dann auch sehr Frankreich-Schwerpunkte zustande. Wir haben in diesem Jahr nicht nur wieder Hip-Hop-Mover dabei, wir haben sehr poetische Veranstaltungen, sehr tänzerische, sehr nicht-tänzerische, sehr performative. Also wie der Tanz es letztendlich ausmacht, ist diese große Bandbreite. Und das wird auch bei diesem Festival wieder der Fall sein. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe eines Festivals, ein bisschen sich reiben zu lassen, ein bisschen sich aufzuregen und entsprechend aber auch zu genießen. Das Programm spricht ansonsten für sich und ich glaube, ich mache es jetzt kurz, ich habe irgendwas noch auf dem Zettel über im Juli kurz, das erzähle ich Ihnen noch. Im Juli kurz nach der Programmveröffentlichung, da bekam ich eine E-Mail von einem Kollege und er schrieb Neid. Er machte dann zwar noch ein paar unflätige Bemerkungen. Christiane, wie kannst du in deinem Alter noch solche Programme zusammenstellen? Da musste ich dann erstmal kontern und zurückschreiben. Aber es war doch erstaunlich, wie viele Kollegen sich sehr positiv über dieses Programm ausgelassen haben. Dabei ist es meiner Meinung nach die gleiche Handschrift, die ich seit Jahren habe und die ich hoffe auch weiter behalten zu können. Last but not at all least, Dank geht natürlich an das Team, an das gesamte Team. Ohne das Team wird es jetzt hier keine kleine Bühne, keine große Bühne und gar nichts geben. Und ohne die wäre ich aufgeschmissen. In diesem Sinne. Danke.
Ja, liebe Frau Winter, liebe Frau Drewermann, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ihr habt das schon mit Grund gemacht, Frau Winter zuerst sprechen zu lassen. Sie kommen gleich zur Vorstellung deswegen, und zwar ziemlich schnell. Warum, Frau Winter? Erstens, Ihnen, Ihrem Team, im Namen der Stadt ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Vielleicht haben Sie hier Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die ein bisschen schon mal schnuppern, die das weitergeben. Es ist das 28. Mal. Viele von Ihnen sind eingefleischte Festivalteilnehmerinnen und Teilnehmer, von daher sozusagen quer durch die Stadt, Ballhof 1, Ballhof 2, wenn ich das richtig gelesen habe, im Schauspielhaus und auch in unserer Hochschule für Musik und Theater und Medien. Von daher erwartet uns eine spannende Serie. Ich habe mal reingeguckt ins Programm und ich habe mich erinnert, dass Sie wissen ja, oder einige von Ihnen wissen, dass ich etwas mit dem Jazzclub zu tun habe. Mir hat mal ein Musiker gesagt, Herr Strauch, wenn Sie meine Musik nicht bis zum Schluss verstehen, versuchen Sie doch einfach den Rest zu tanzen. Das ist doch eine interessante Aussage, weil das geht immer. Das funktioniert immer. Sie müssen sich nur sozusagen hineinwiegen, hineinzwingen, auch wenn es so für Sie erst ungewohnt ist. Halt, wie meine Frau immer sagt, lass dich doch auch mal auf Dinge ein, die du nicht gleich kapierst. Ich denke, wir haben ein spannendes Programm. Sie haben das ganz toll erklärt und ich muss hier jetzt nicht Eulen nach Athen tragen. Es sind von mir viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat da. Und wenn die Chefin der Kultur überhaupt hier ist, Frau Drewermann, weil ich vorhin gefragt wurde, gibt es denn demnächst Geld dafür? Ich sage, wenn VW nicht pleite macht, geht das hier weiter. Und ich kann ja sowas behaupten. Und ich denke, dass wir wirklich, wirklich ein hoch- und qualitätvolles Programm erleben werden. Nochmal Ihnen, auch den Sponsorinnen und Sponsoren, ein herzliches Dankeschön. Herzlich willkommen im Namen der 522.114 Einwohnerinnen und Einwohner. Und nun viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören. Grandiose Festivaleröffnung und wir haben tatsächlich die Festivalleiterin Christiane Winter an meiner Seite. Christiane, wie hat es dir heute gefallen? Da bin ich vielleicht die falsche Ansprechpartnerin. Wenn man ein Programm aussucht, dann steht man ja schon dahinter. Und ich bin heute noch mal doppelt überrascht gewesen, mit welcher Wucht und Macht und Schönheit und Klarheit dann auf der anderen Seite diese Produktion hier auf die Bühne gekommen ist. Es war ja ein Riesenapplaus zum Ende, also es müsste doch eigentlich ein Stein vom Herzen gefallen sein, oder? Ja, wenn das Publikum dann anfängt zu klatschen und dann in dieser Stärke dann auch noch, das beruhigt dann doch stark die Nerven. 28 Jahre, eine lange Zeit. Was hat sich beim Tanztheater international verändert? Die Professionalität auf alle Fälle. Im Laufe der Zeit verändern sich Dinge, man muss auf viel mehr andere Möglichkeiten achten. Im Tanz selber haben sich die Themen verändert, die Gruppengrößen. Viele Tanzweisen ja auch. Heutzutage sind viele Hip-Hop-Elemente in den Tanz inkludiert. Vieles hat sich verändert, aber manches ist auch gleich geblieben. Ich habe das Festival ja jetzt auch schon einige Jahre gesehen. Ich habe immer das Gefühl, du erfindest jedes Jahr ein neues Festival. Stimmt das? Danke, das ist ein Kompliment. Ich lasse mich jedes Jahr neu leiten von dem, was ich sehe, was ich aufnehme, was ich erfahre und versuche es immer wieder neu zusammenzustellen, damit aber auch Tendenzen reinzubringen und kleine Programmschwerpunkte zu kreieren. Aber letztendlich ist für mich immer die Qualität einer Aufführung maßgebend. Was träumst du für die nächsten 28 Jahre Tanztheater International? 28 Jahre bestimmt nicht. Also 7 will ich unbedingt noch machen, weil dann habe ich 35 Jahre voll. Das ist also mein Ziel. Und ich fange jetzt nach dem Festival wieder an zu planen, denn nach dem Festival ist vor dem Festival. Ich hoffe, du kaufst wieder tolle Sachen ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine grandiose Eröffnung. Vielen Dank und wir sind gespannt aufs nächste Jahr. Ich danke auch. Mensch, Olli, du hattest ja richtig viel Spaß auf der Eröffnungsfeier. Aber sag mal, was kommt denn jetzt als nächstes? Du, das Tanzfestival ist immer ein Highlight in der Saison. Und als nächstes schicken wir Krischi auf die Ideenexpo. Schauen wir doch einfach mal rein. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen in Hannover. Wir befinden uns heute auf dem Expo Plaza Gelände. Für eine Woche wird das komplette Messegelände zu Deutschlands größter Naturwissenschafts- und Technikausstellung. Was man hier so alles erleben kann,
Hm, das zeigen wir euch jetzt. So, hier gibt es auch reichlich auf die Ohren. Draußen auf der Showbühne treten beispielsweise Tayo Cruz, Deichkind, Lying, die Söhne Mannheims, Stefanie Heinzmann, Bench Rose und viele mehr auf. Aber nicht nur das, denn hier gibt es auch was für die Augen und auch einiges fürs Gehirn. Viel Spaß dabei. Ich sitze jetzt hier beim THW mit dem Uwe. Hallo Uwe. Ja, hallo. Wir sitzen jetzt hier am Stand und ich würde einfach mal sagen, erklär doch einfach mal, was THW ist. THW hört man ja immer so, aber eigentlich weiß man noch nicht so richtig, was dahinter steckt. Ja, viele Bürger kennen uns schon. Also THW heißt Technisches Hilfswerk. Man könnte auch sagen, technische Hilfe weltweit. Das ist unser großer Vorteil. Die Hilfe, die wir im Inland machen, die machen wir auch im Ausland. Ja, das ist doch bestimmt ziemlich zeitaufwendig. Macht man das dann als Hauptberuf oder ist das dann eher ein Ehrenamt? Wir machen das komplett alle ehrenamtlich. Wir haben 1% unserer Leute, also ungefähr 800 Personen, sind hauptamtlich bei uns angestellt. Aber letztendlich die draußen im Einsatz sind, sind eigentlich nur Ehrenamtliche. Und da bekommt man auch richtige Trainings? Also so, man muss das ja, man kann ja nicht einfach hinfahren und sagen, ja, hier bin ich. Was kann ich tun? Also da bekommt man schon eine Ausbildung, eine Art. Richtig, wir fangen an mit einer Grundausbildung. Grundausbildung dauert so circa 80 Stunden bei uns. In dieser Grundausbildung bekommt man letztendlich die Grundkniffe des THWs gelernt. Danach geht das dann los, eine Prüfung. Nach dieser Prüfung ist man dann vollwertiger Helfer. Und danach fängt das dann an, dass es die Klassifizierung gibt. Zweite Basisausbildung nennt sich das bei uns. Also sprich, der Helfer geht in eine Fachgruppe oder in die Bergungsgruppe oder in den technischen Zug, wie auch immer. Und da kriegt er dann nochmal seine ganz spezielle Ausbildung, die er braucht, um im Einsatz mitarbeiten zu können, so genommen. Er wächst dann praktisch letztendlich in die Einheit rein, wo er im Prinzip mitmachen möchte, wo er was bewegen möchte. Ne? Absolut. Ja, Uwe, wir sitzen ja hier nicht ganz alleine. Ne? Wir haben hier noch Dummy 1 und 2 neben uns. Man sieht es ja auch immer im Fernsehen. Was haben wir hier eigentlich überhaupt alles? Was mit den Menschen passiert? Wir haben hier erstmal einmal ein EGS, das heißt bei uns EGS hier, ist ein Gerüstbausatz, Einsatzgerüstsystem. Und dieses Gerüstbausystem hat den ganz großen Vorteil, dass man da eine Menge draus machen kann. Das ist praktisch wie Lego für Große. Da kann ich also eine Menge mit bauen, kann ich Türme mit bauen, da kann ich im Prinzip Laufstege mit bauen, da kann ich einfach Behilfskonstruktionen bauen zum Retten von Personen. Man sieht das ja zum Beispiel ganz oben, hier wo letztendlich unsere Person drin hängt. Das ist eine Hilfskonstruktion, damit diese Person von oben runtergelassen wird. Diese beiden Freunde, die wir haben, das sind beides Dummies, die haben letztendlich das gleiche Gewicht wie eine reale verletzte Person. Mit sowas kann man hervorragend üben. Wir versuchen denen dann auch immer nicht weh zu tun. Aber die merken das nicht ganz so schnell wie ein echter Mensch. Und daher sind das super Kollegen, die uns immer wieder im Dienst helfen. Du sagst jetzt gerade schon Gewicht. Man sieht ja auch immer häufig bei Hochwasser diese Sandsäcke. Die sind doch mit Sicherheit unheimlich schwer, oder? Ja, das sind hier diese... Warte mal eben. Ja, man sieht es unheimlich schwer. Dann sieht man mal wirklich, wie schwer die eigentlich sind. Das sieht ja auch immer so leicht aus, diese Sandsäcke einfach mal so zu stapeln, wenn das Wasser kommt. Wie schwer sind die Dinger jetzt wirklich? Das ist jetzt ein Sandsack, ganz normal, dreiviertel gefüllt, 20 Kilo. 20 Kilo. Also ich persönlich hätte nicht gedacht, dass es so viel wiegt. Ja, ich möchte jetzt zu euch zum THW, ich möchte was Gutes tun. Wie komme ich an euch ran? Ganz einfach, im Prinzip übers Internet, über www.thw.de. Da finde ich erstmal eine Menge Informationen. Der nächste Punkt ist im Prinzip, ich könnte einfach im Internet eingeben, über eine Suchmaschine, THW und dann meine Heimatstadt. Und dann wird einem im Internet schon rausgesucht, welcher Ortsverband der nächste wäre. Und dann hat man sofort im Prinzip eine Adresse und weiß, wo man sich ungefähr melden kann. Und dann würde ich einfach mal sagen, einfach mal im Internet gucken oder einfach mal ein bisschen aufmerksam durch die Zeitung gucken, ob da was drinsteht. Und sonst einfach mal den Mut in die Hände nehmen und dahin fahren zum Ortsverband und einfach mal gucken, was die Leute da so machen. Ja, also wer sich jetzt angesprochen fühlt, was Gutes tun möchte, der versucht einfach erstmal über eine Internetsuchmaschine die entsprechende THW-Station im vorgegebenen Ort zu finden. Ansonsten... Was wir immer gebrauchen können, sind junge, motivierte Leute, männlich, weiblich, wie auch immer. Sie müssen letztendlich nur so ein bisschen den Mut und den Willen haben zu sagen,
egal, ich probiere mal was anderes und mache nicht immer das, was alle anderen können. Schönes Schlusswort, Uwe. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Wir sind jetzt hier im Convention-Zentrum und ich habe hier das Sprachrohr der Ideen-Expo getroffen, die Antje. Hallo Antje. Du bist ja jetzt das Sprachrohr und wenn ich jetzt als Besucher hierher komme, was kann ich hier erwarten? Hier kann man ganz viel erwarten. Es geht alles irgendwie um Naturwissenschaften und Technik. Das Herzstück sind Exponate, 550 Exponate zum Ausprobieren, zum Experimentieren, zum Selbermachen, zum Anfassen. Das ist uns ganz wichtig. Es gibt aber auch Workshops, es gibt ein ganz großes Live-Programm, es gibt einen Bewegungsparcours und abends gibt es auch Konzerte. Also spricht es ja eigentlich jedermann an. Also kann ich hier von klein auf herkommen quasi bis ganz groß? Ja, Zielgruppe sind schon eher junge Menschen, so ab 5. Klasse bis hin zum Studenten an den Familientagen, also an den Sonntagen, haben wir auch noch ein Publikum, was noch jünger ist. Da haben wir also auch was für Grundschüler schon und sogar für Vorschulkinder. Und es dürfen natürlich auch Eltern, Großeltern, Lehrer, sonst wer kommen. Aber eigentlich wollen wir die jungen Menschen erreichen. Also ist das Ziel der Ideen-Expo quasi, die naturwissenschaftlichen und technischen Berufe ein bisschen näher zu bringen, dass man selbst mal forschen und experimentieren kann. Das ist das Endziel. Also wenn wir das schaffen, dass dann viele sagen, hey cool, ich will Wissenschaftler werden, ich will Mathematiker werden, dann sind ganz viele Menschen glücklich. Das geht natürlich nicht so einfach, darum fangen wir auch schon früher an, wenn also Kinder einfach sagen, oh Mensch, Chemie macht ja Spaß, vielleicht mache ich doch einen Chemiekurs in der Schule und dann da weiter den Weg verfolgen, dann ist es toll. Also es ist keine Berufsmesse, das gibt es auch, dass man sich ja informieren kann über Berufsbilder, aber es geht eigentlich mehr darum, Lust zu wecken, Spaß zu haben an Naturwissenschaften und Technik und zu zeigen, dass es eigentlich nicht Formeln lernen, wie man zu einer Schule oft hat, weil da nicht so viel Zeit ist. Also zum Beispiel Chemie ist total kreativ. Man kippt Sachen zusammen und guckt, was passiert. Also es ist eigentlich ganz lustig. Bloß das merkt man in der Schule leider nicht immer, weil die Lehrer dafür gar nicht genug Zeit haben. Das stimmt wohl. Hier hat ja gerade in diesem Saal hat ja gerade auch die Science Das Science Slam? Das Science Slam. Das große Science Slam Finale, genau. Das hat stattgefunden. Das ist ganz typisch für die Ideen-Expo. Wissenschaftler wie dieser Jammern, der gerade durch die Kamera läuft. Ich weiß das. Das ist der Herr Zeiss zum Beispiel, der im echten Leben forscht und zwar an Kernspins und ganz seriös, ganz ernsthaft. Und hier auf der Bühne muss er in 10 Minuten das so erklären, dass es jeder versteht und dabei auch noch Spaß hat. Und ob das gelingt, das sagt man ganz schnell, bei der Jury ist das Publikum. Wir haben Votingkarten, ähnlich wie beim Poetry Slam und die entscheiden dann. Das heißt, man trifft hier wirklich auf Chemikanten, Biologen, Ingenieure? Genau, und die erklären, was sie machen, sodass man es versteht. Für jedermann. Das stimmt. Kann man ja auch selber mitwirken, wenn ich jetzt sage, hey, ich finde das hier wirklich sehr spannend, ich möchte vielleicht nächstes Jahr oder alle zwei Jahre, möchte vielleicht in 2 Jahren mitwirken, kann ich hier auch teilnehmen? Das hängt davon ab. Also natürlich, die Aussteller sind, Unternehmen sind, Hochschulen. Wenn man also was in der Richtung sowieso macht und sagt, ich kann das auch zeigen, ich möchte auch gerne Leute begeistern, dann einfach mit seinem Unternehmen hier sein, das ist gar kein Problem. Schulen sind aber auch dabei. Wir haben einen Wettbewerb, einen Schülerwettbewerb, der nächstes Jahr wieder in 2 Jahren ausgeschrieben wird. Und da ist es ganz einfach. Also wenn Schüler erstmal nur eine Idee haben, sie müssen es noch gar nicht gemacht haben, nur eine Idee einreichen, wenn die 50, die uns am meisten beeindrucken, die kriegen schon mal so ein bisschen finanzielle Unterstützung, um das so ein bisschen auszuarbeiten. In der zweiten Stufe wählen wir dann nochmal 25 aus, die kriegen dann nochmal finanzielle Unterstützung und die sind dann hier richtig Aussteller. Die sehen sie genauso wie unsere großen Aussteller, wie Volkswagen, wie Salzgitter AG, wie Siemens und haben da einen Stand, der auch genauso gemacht ist. Das gehört zu unserem Konzept. Also wir haben nicht den großen Messebauer von den großen Unternehmen und daneben den Tapeziertisch von der berufsbildenden Schule. Alle sind gleichberechtigt. Das heißt, ich kann mit meinem Chemieleistungskurs hier durchaus mal anfragen, ob man mich ein bisschen finanziert. Wenn man eine gute Idee hat, dann schon. Was war jetzt so die beste Idee oder die Sie am meisten irgendwie beeindruckt hat? Oh, das ist ganz schwer. Da gibt es ganz viele Sachen. Also so der Spieltrieb kommt raus. Draußen kann man zum Beispiel einen Wagen mit einem Joystick einparken, also so einen echten großen Wagen. Das fand ich schon ziemlich cool. Publikumsliebling ist Now. Das ist ein kleiner Roboter, der Gangnam-Style tanzt und das ist total süß. Und den haben wir vorhin natürlich auch schon für euch gefilmt. Also das war wirklich sehr beeindruckend, auch sehr teuer. Und von Schülern programmiert. Also wirklich tatsächlich also eine Gruppe extra für die Ideen-Expo oder jetzt generell darauf aufmerksam geworden? Das ist eine Gruppe, die es ohnehin gibt und die dann hier bei der Ideen-Expo zu den Ausstellern gehören. Ja, Mensch. Wie kann man euch denn erreichen, wenn ich jetzt sage, das hat mich jetzt interessiert, ich möchte mich gerne mal einlesen? Am besten unsere Website www.ideenexpo.de und bei Facebook sind wir natürlich auch. Also, wer sich jetzt inspiriert fühlt, kann sich natürlich auch in 2 Jahren gerne
unter der Homepage auch bewerben. Ja, vielen Dank und ich wünsche noch viel Spaß. Dankeschön. Die Ausstellung ist nun zu Ende und wir werden uns jetzt auch das musikalische Programm anschauen. Die Kameras werden jetzt weggebracht. Also, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Na, da hat sich ja Krischi richtig schön auf der Ideen-Expo ausgetobt. Lasi, das wäre doch bestimmt auch was für dich gewesen, oder? Viele Stände und viele tolle Stars. Ja, und Prominente hatten wir ja auch schon in Berlin, zum Beispiel die Meistersinger. Und die besuchen uns jetzt tatsächlich in Hannover. Und deswegen geht's jetzt gleich in den Kulturpalast nach Hannover-Linden. Genau, und wir haben die Meistersinger ganz privat bei ihrem Konzert getroffen. Viel Spaß. So, wir sind heute im Kulturpalast Linden und bei mir sind die Meistersinger. Hallo Lucy, hallo Roman. Hallo. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Ihr stellt heute euer Album Trost vor. Was erwartet uns? Tja, also ich glaube in allererster Linie viel Input. Ganz viel Gefühl. Meisterlicher Gesang. 2x3 Oktaven Stimme und ganz viele schöne und eigenartige Bilder. Und so eine Mischung aus Konzert, Performance, bisschen Comedy. Genau, selbstgeschriebene Geschichten, neue Charaktere, wie man sie noch nie erlebt hat und gesehen hat. Und ja, und alles in allem immer ein Abend, wo man ganz viel lacht und auch ein bisschen weint manchmal. Ja. Hört sich toll an. Und das Gute ist, es gibt ein neues Album, habe ich gehört, kommt jetzt irgendwann demnächst raus. Auweia, das wollten wir doch noch gar nicht erzählen. Oh Gott, das doch natürlich. Das haben wir doch gerade erst entschieden. Was? Ja, aber das wollen wir doch. Ja, weil es gibt nämlich... Es ist immer halt schneller als wir. Am Rodeln. Nein, es wird ein Album geben, das noch zweite. Vor Weihnachten. Ja, und wir werden dazu ein Crowdfunding veranstalten. Eine Crowdfunding. Ja, das haben wir schon mal... Sauer Crowdfunding. Ja, das haben wir schon mal sehr erfolgreich gemacht bei unserer Tour. Da haben wir nämlich quasi Tour-Support von unseren Fans bekommen und haben uns riesig darüber gefreut. Und die haben schöne Wohnzimmerkonzerte bekommen und all sowas. Was wir auch dieses Mal wieder anbieten. Ne? Ja, also genau. Wenn jemand von euch uns bei sich zu Hause im Wohnzimmer haben möchte... Dann schreibt uns. Habt ihr das Gunter Gabriel abgeguckt? Denn der macht das ja auch sehr erfolgreich. Gunter Gabriel? Wer ist denn das? Nein. Wir haben das, also wir machen das ja schon seit über einem Jahr, seit weit über einem Jahr. Ich weiß nicht, ob Gunter Gabriel das noch länger macht. Wenn ja, ist es doch ein feiner Zug. Nee, aber wir machen das tatsächlich so. Also wer vorab Geld für unsere neue CD spendet, der bekommt für eine etwas höhere Spende ein Wohnzimmerkonzert. Und man kann aber auch einfach zum Beispiel mit als allererste oder allererster die neue Haifischweiden-CD dann noch vor Weihnachten, also quasi unterm Weihnachtsbaum liegen haben. Bevor sie tatsächlich offiziell rauskommt. Genau, weil offiziell erscheinen wird sie im Februar. Das heißt, man kann sie dann schon vorab bekommen, sei es zum Download, sei es in einer speziell toll von uns kreierten Verpackung. Man kann sich von uns auch workshopmäßig unterrichten lassen, auch das ging. Also all sowas, wir sammeln halt Geld einfach für die CD-Produktion und hoffen, dass das klappt. Und mehr und? Dazu gibt es dann ab Mitte September auf Startnext. Was und? Und Wohnzimmerkonzert, apropos, bei uns ist es nicht so, dass das Wohnzimmerkonzert irgendwie so ein akustisches Konzert ist, also so ein Konzert, wo man so dasteht und mit der Gitarre und so. Nein, bei uns heißt Wohnzimmerkonzert The Full Monty. Also genau das, was wir heute Abend auch hier im Kulturpalast machen, werden wir in euren Wohnzimmern veranstalten. Genau, und das Tolle ist, dass ihr auch gar nicht Ärger haben müsst mit euren Nachbarn und so, weil wir singen nämlich grundsätzlich ohne Mikrofone. Und das Ganze ist also auch nicht so laut, aber gefühlsmäßig dafür umso intensiver. Das heißt also, man kann das tatsächlich im eigenen Wohnzimmer veranstalten. Es kann aber auch laut sein, wenn ihr nicht artig seid. Hört sich toll an, aber ich möchte euch noch was anderes fragen. Ja. Und zwar, ihr seid ja sonst auch sehr kreativ. Ich habe gehört, du hast auch ein Buch jetzt geschrieben. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, es heißt Frau Hölle, Ragnar rückt deine Mutter, ist Ende Mai erschienen im U-Books Verlag und jetzt erscheint auch das wahnsinnige Hörbuch dazu, kann man auch schon mit Schnipsel sehen im Internet auf meinem YouTube-Channel. Das hat sie übrigens selber ins Mikro gerührt. Ja, genau, eingesprochen, was von den Lesern gefordert worden war, weil ich... weil es schon ganz offensichtlich etwas Besonderes ist, wenn ich das einlese. Nein, das muss nicht ganz normal verstehen. Oh, Entschuldigung. Die beiden sind sich wie immer sehr einig. Aber Roman, du spielst Theater, habe ich gelesen. Ja, wir machen gerade die dritte Produktion eines Künstlerkollektivs, was ich seit 5 Jahren habe. Und wir haben am 11. Oktober Premiere und das ist aufregend. Ich freue mich schon. Hört sich super an. Und was ich besonders bewundere an euch, ihr seid auch sehr politisch
engagiert und setzt euch zurzeit auch wieder für die Schwulenrechte und Lesbenrechte in Russland ein. Ihr kommt gerade von einer Demo, ne? Ja, wir waren heute Mittag noch auf der Großdemo, die dann tatsächlich, was wir ganz toll fanden, eine Großdemo wurde in Berlin. Open your mouth. Enough is enough. Genau. Und die haben dort gefordert, dass Putin bitte unverzüglich sein beknacktes Anti-Propaganda, das kann man gar nicht sagen, diesen Namen, das ist so albern, also sein quasi Homo-Propaganda-Gesetz wieder zurücknimmt, was er natürlich nicht tun wird, aber ich glaube, dass diese Demonstrationen vor allem einen ganz, ganz großen Sinn haben, nämlich den Leuten dort zu zeigen, den Betroffenen da zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass tatsächlich Leute sie in der Welt nicht vergessen. Also ich glaube nicht, dass Putin unseretwegen jetzt tatsächlich sagt, oh, wenn die da alle demonstrieren, dann nehme ich das Gesetz wieder zurück. Ja, wir haben aber unsere Stimme erhoben, einfach damit die Leute wissen, sie sind nicht alleine und damit man ein Zeichen setzt. Und es geht auch gar nicht so um Boykott, sondern es geht darum, tatsächlich während das Ganze in Sochi stattfindet, Aktionen zu machen, die zeigen, hier ist Freundschaft. Mhm. So. Ja, und vor allem, also ich meine, wir in Deutschland haben ja nun gesehen, wie man eine Olympiade missbrauchen kann unter Hitler. Also wir damals noch nicht, ganz so alt sind wir noch nicht, aber ich meine, wir... Ach doch, so schlimm. Die Bilder sind uns allen lebhaft in Erinnerung und im Schulunterricht tausendmal gezeigt worden. Und dann kann man das einfach nicht mit ansehen, wenn sowas dann wirklich zum zweiten Mal passiert. Weil genau das ist gerade in Russland. In Russland ist Pogromstimmung gegen Homosexuelle. Und Wir wissen nicht, was passiert ist, weil die ganze Demonstration ist gelandet vor der russischen Botschaft in Berlin. Wir mussten leider schon vorher los und ich war ganz froh, dass wir vorher schon los mussten, weil ich hatte so ein Steingefühl in der Hand. Da muss man nämlich ganz vorsichtig sein, weil das macht einen wirklich so wütend, dass man platzen möchte in der Luft. Und da ist es ganz schön, wenn man sich mit Leuten zusammenfindet und gemeinsam seine Stimme erheben kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass alle sich dafür einsetzen, dass diese Gesetze vielleicht abgeschafft werden. Aber letztendlich freuen wir uns jetzt erstmal auf einen tollen Abend mit euch hier in Hannover im Kulturpalast. Vielen Dank. Dankeschön. Wir freuen uns. Okay. Tschüss. Tschüss. Mensch, Olli, das war ja wirklich ein interessantes Konzert. Ja, und der Abend ist erst angefangen und wir entführen euch jetzt noch ein bisschen in die Nacht. Nämlich heute ist Rummelplatz der Lüsteparty im Augustier. Also auf ins Leben. DJ Frau Hoppe, hier heute am Rummelplatz der Lüste im Hannover Augustier. Du bist ja hier schon Stamm-DJ. Wie lange legst du hier schon auf? Oh, ich glaube, das sind schon 6 Jahre. Ja. 6 Jahre legst du hier auf? Wir sehen also, hier wird Party gemacht. Sie ist Stefanie, du bist hier hart am Arbeiten. Ich habe ja Glück, dass ich dich hier noch so erwischt habe, dass du hier ständig auflegen musst. Stefanie, was sind deine nächsten Pläne? Oh, meine nächsten Pläne. Also ich bin dabei, Musik zu produzieren mit meiner Freundin zu Hause. Dann bin ich bei ein paar Dance-Tracks im Gange. Das wird wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr stattfinden. Du produzierst also selber? Ja, genau. Welche Richtung ist das? Ja, auch so Dance, Pop, Dance, Remixer, so in einem schwedischen Haus hier, so Wegroom. Wo kommst du her? Wie weit musstest du anreisen? Ich komme aus Hamburg. Eine Hamburgerin? Das ist ja quasi um die Ecke. Ja, 2 Stunden. Wo können wir dich demnächst wiedersehen? Oh, Osnabrück, OS Gay Night im 5 Element, in Bielefeld, also alle möglichen Gay People Events. In Hamburg bei der Peking, wunderbar, verschiedene Sachen. Nächstes Wochenende nach Dänemark. Was ist dein nächstes größtes Event im September? Ja, also jetzt geht's gleich nächstes Wochenende nach Dänemark. Große Party, Freitag, Samstag. Ich will dich gar nicht länger aufhalten. Mach weiter. Ich werde weiter rumziehen. Ich danke dir. Danke dir auch. Viel Spaß noch. Ciao. Olli, wir hatten diesen Monat wieder richtig spannende Beiträge. Ja, wir hatten vielleicht nicht ganz so viele Prominente, dafür tolle Themen, ehrlich gesagt. Und deswegen sagen wir an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Tschüss.